Hey Leute, heute geht es darum, wie ich Southern Australia verlasse. Ja, finally. Ja, ich bin so glücklich, endlich. Also ich muss echt sagen, dieser Staat hat mir echt nichts gegeben, der hat mich bis jetzt nur enttäuscht. Und jetzt bin ich gerade an der Grenze zu Victoria, weil ich werde zurück nach Melbourne fahren. Es wird dort enden, wo alles angefangen hat. Ja, eigentlich ziemlich schade, weil durch die Krise konnte ich nicht so viel reisen, konnte nicht so viel von Australien sehen. Deswegen, ja, keine Ahnung. Ich habe beschlossen, vielleicht werde ich irgendwann in einem Jahr oder sowas zurückkommen, für einen Monat oder so als Tourist. Werde mir so dann alles anschauen. Aber jetzt erstmal heißt es zurück nach Melbourne fahren. Dort alles organisieren mit der Heimreise, mit den Steuern, mit dem Autoverkauf und. Ich hoffe mal, dass das so einigermaßen vonstatten geht, wie ich mir das vorstelle. Die fliegen schon wieder überall, das ist unglaublich. Ja, wie gesagt, mal gucken, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Jetzt erstmal über die Grenze kommen und dann erstmal 7-8 Stunden im Auto fahren. Ich hoffe, dass das alles reibungslos klappt und auch so, wie ich mir das vorstelle. Ja, ich werde auf jeden Fall ein paar Zwischenstopps einlegen und da wenigstens die Landschaft erkunden und werde euch dann auch mitnehmen. Selbstverständlich, dass ihr auch ein bisschen was seht. Und jetzt sage ich erst einmal fürs Erste, wir sehen uns dann beim ersten Stopp. Bis dann. So geht das jetzt schon ungefähr seit Kilometern. Immer geradeaus, immer geradeaus. Das ist die Landschaft. Im Endeffekt, ja, es ist ein bisschen wie in Deutschland eigentlich, auf der Autobahn. Nur schlimmer. Also so viel zum Thema. Ich zeige euch ein bisschen was von der Landschaft. Hier gibt es leider nicht so viel zu zeigen. Außer ewig weite Strecken. Nichts. Ein rotes, ich weiß nicht, was das, Silo? Ja, geil. Ja. Ja, zurück in Melbourne, dort wo alles angefangen hat, wird alles enden. Ich bin jetzt vor 2 Tagen bin ich angekommen, habe mein Auto bei einem Kumpel geparkt, habe mich erst beim Hostel einigermaßen, ja, habe es mir ein bisschen bequem gemacht, habe mich erstmal, ja, mehr oder weniger darum gekümmert, Arbeit zu finden. Habe meine alte Chefin angerufen, habe sie gefragt, wie schaut's aus, kann ich vielleicht mal wieder arbeiten und so. Sie hat gesagt, ja. Zurzeit ist es ein bisschen ruhig, aber sobald was reinkommt, wird sie mir Bescheid geben. Jetzt bin ich gespannt. Ich laufe jetzt gerade zur Flinders Station, das ist so ein Bahnhof, und werde dort dann zu meinem Auto fahren, werde mein Auto abholen, werde es ein bisschen sauber machen. Von innen, von außen, staubsaugen und so. Werde ich dann ein paar Fotos machen, werde dann es online stellen, werde es in ein paar Hostels aushängen, so an so schwarzen Brettern und mal gucken. Vielleicht kann ich es ja verkaufen irgendwie. Das ist hier so, wie es hier ausschaut in Melbourne. Also es ist eine Großstadt, ganz klar, ungefähr 5 Millionen Einwohner, nur hohe Häuser. Kannst dir vorstellen wie New York, ist auch ein bisschen so gegliedert, besonders die Innenstadt in so einem in so einem Schachbrettsystem. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ob das alles so läuft, wie ich es mir vorstelle. Und ich habe gerade eine Nachricht von meiner Chefin bekommen, sehe ich gerade. Das schaue ich dann gleich mal rein. Ja, so viel dazu. Hat nicht geklappt. War leider zu spät gekommen, der Auftrag, und es war zu weit weg. Wäre auch, glaube ich, eh bloß ein Auftrag gewesen für 2-3 Stunden. Also so an sich hätte es sich nicht gelohnt. Klar. Ein paar Dollar mehr oder weniger schaden nicht, aber ja, ich habe jetzt erstmal Kaffee geholt und werde mich jetzt wieder zurück auf den Weg zum Auto machen und werde das ein bisschen sauber machen und werde, ja, ich weiß nicht, ein bisschen überlegen, weil ich konnte euch leider nicht so viel zeigen auf der Fahrt, weil es nicht so viel gab, ob ich nicht vielleicht zu so einem, es ist quasi wie so eine Art Hafen und es hat halt in der Umgebung echt schöne Berge und einen schönen Ausblick und alles. Liegt auch direkt am Meer. Klar, ist ein Hafen, macht Sinn. Ob ich da jetzt einfach hinfahre und euch dort dann ein bisschen die Umgebung zeige, euch ein bisschen mitnehme. Ich war dort schon mal damals mit meiner Ex-Freundin und 2 Freunden bzw. Bekannten. War eigentlich ganz schön. Ja, mal gucken. Vielleicht werde ich echt das machen. Vielleicht werde ich tanken und dann dorthin fahren. Falls ja, werden wir uns dann dort wiedersehen. Falls nein, sehen wir uns gleich.
wir sind ja gerade am Meer an Klippen. Wir haben gerade versucht, so Höhlen zu finden. Aber irgendwie sah das alles hier nicht so höhlich aus. Aber trotzdem schöner Anblick. Be careful, man! Das ist, glaube ich, nicht so ungefährlich. Blinders, schaut euch das an. Da musst du wohnen, ey. Dann hast du es, glaube ich, geschafft im Leben. Allein die Häuser sind schon mega riesig. Schon ein geiler Ausblick. Wie ihr es erahnen könnt, ich bin wieder zurück. Das hat alles nicht so hingehaut, wie ich das mir vorgestellt habe. Das Problem war, wir haben zu viel Zeit vertrödelt an dem Strand, an den Klippen. Ich und mein Kumpel, also dem, wo ihr gerade eben gesehen habt, das war jetzt ein Freund von mir, den kenne ich schon, seit ich hier angekommen bin. So mit einer fast der ersten, die ich kennengelernt habe. Er ist Australier, also ein gebürtiger Australier aus Melbourne halt. Ich bin mit dem ein bisschen zusammen rumgefahren, wollten halt eben zu diesem Aussichtspunkt gehen, aber da ist es dann leider schon zu spät geworden. Es wurde schon dunkel und es ist allein schon von dem Parkplatz aus, weil du musst dein Auto stehen lassen. Du kannst nicht einfach reinfahren, weil es ist ein Nationalpark. Von dem Parkplatz aus ist es schon ungefähr noch eine Dreiviertelstunde, Stunde zu Fuß zu diesem Ort hin. Deswegen haben wir gesagt, nee, das lohnt sich nicht, weil bis wir da sind, ist alles dunkel und kannst nicht wirklich irgendwas sehen. Deswegen haben wir jetzt beschlossen, dass wir einfach am Wochenende, also sprich in ein paar Tagen, werden wir da einfach hinfahren. Ich, er, seine Freundin und werden dann dort alles angucken. Da werde ich dann euch mitnehmen, hundertprozentig, verspreche ich euch, dass ihr das auch seht. Jetzt im Moment, also wo ich dann wieder zurückgekommen bin, habe ich jetzt erstmal mich mehr oder weniger darum gekümmert, dass ich Arbeit finde. Das Gute ist, die Regierung arbeitet zurzeit mit so einer App zusammen, nennt sich Jobseeker. Da muss man ein paar Fragen ausfüllen, wo man arbeiten möchte, als was man arbeiten möchte, welche Funktion man haben möchte. Und dann geben die halt eben ein, so Angebote. Da habe ich jetzt einen Job gefunden, der auch echt gut wäre. Das wären 8 bis 9 Stunden am Tag. Und zahlen am Wochenende auch ganz gut. Also es ist eine 7-Tage-Woche. Aber vom Geld her wäre es nicht schlecht. Im Allgemeinen halt auch so, überhaupt was zu tun, wäre halt wichtig, weil sonst gehst du hier ein. Und einer so der Gründe, warum ich auch zurück nach Melbourne bin, ist, da ist immer so ein Internetcafé, wo man zocken kann. Also so, was weiß ich, Counter-Strike, League of Legends, alles Mögliche. Gehe schon immer so ganz gespannt und freudige Erwartungen da immer vorbei und hoffe halt, dass das eben die Scheiße offen hat, aber es hat nie offen. Das ist halt ein bisschen frustrierend, weil ich würde echt so gerne mal wieder zocken. Das letzte Mal gezockt habe ich vor, keine Ahnung, 2-3 Monate, bevor ich halt eben Melbourne verlassen habe. Ja, es wäre schon ganz gut. Mal wieder. Ich fange schon das Zittern an. Nein, Spaß, so schlimm ist jetzt auch wieder nicht. Bin ja nicht süchtig oder so. Nee, aber so zocken hätte ich echt mal wieder Bock. Leider, ja, wie gesagt, durch das ganze Corona ist es halt eben noch geschlossen. Mal schauen, wann es wieder aufmacht. Ich hoffe bald, weil den ganzen Tag im Allgemeinen auch den ganzen Tag so rumzuhocken, nichts zu tun. Im Endeffekt, ich schaue den ganzen Tag bloß Netflix oder ja, treffe ich mit dem Kumpel. Draußen kannst du ja auch nicht viel machen. Restaurants hat ja alles zu, wie ihr wisst. Bars, Cafés, alles Mögliche, deswegen kannst du nicht viel machen. Ja, und wie gesagt, den ganzen Tag in einem Hostel zu hocken, ist halt auch ein bisschen deprimierend.
Ja, jetzt muss ich mal gucken. Wenn es mit dem Job klappt, ist ganz gut. Dann habe ich immerhin was zu tun und auch Einkommen. Kein schlechtes Einkommen, hoffe ich. Wenn ich dann wirklich 7 Tage die Woche arbeiten kann und nicht bloß 2, 3 Tage. Aber ich denke mal, das sollte schon gehen. Weil wenn die Seite oder die Firmen dann auch mit der Regierung und sowas zusammenarbeiten, dann würde es, denke ich mal, auch schon einigermaßen was taugen. Mal gucken. Soweit jetzt. Kann ich jetzt erstmal nichts weiter sagen, wie es in Zukunft weitergeht. Die einzige Sache ist halt, dass ich halt versuche, mein Auto zu verkaufen noch. Das habe ich jetzt heute auch noch ein paar Fotos gemacht davon. Von innen, von außen noch auch ein bisschen sauber gemacht. Dann stelle ich das dann morgen früh, stelle ich das dann online und hoffe, dass sich dann irgendwann mal einer meldet. Wäre nicht schlecht. Weil im Endeffekt, ich bin ja in der Stadt, da brauche ich kein Auto. Also von daher, klar, ein bisschen so Sightseeing, aber das werde ich dann alles in der Zeit machen, wo ich keine Arbeit habe und wo ich Zeit habe. Die zwei Faktoren müssten halt da mit einspielen. Und so sonst, wenn halt wirklich der Geld ein bisschen flüssiger ist, kann ich und die Grenzen vielleicht sich ja eines Tages wieder öffnen. Mal gucken, würde ich mir halt eventuell mal ein Auto ausleihen oder so. Natürlich mit Versicherung, ganz klar. Und werde einfach so ein bisschen rumgurken oder mal von A nach B ein bisschen fliegen oder werde davor dann halt dann alles noch ausmisten an sich, was ich habe und dann mal gucken. Ja. Ja, wie gesagt, soweit erstmal gibt es so nichts Neues. Schon wieder Verkehr hier. Diesmal keine Autos, diesmal Menschen. Ja, das war es jetzt erstmal so an sich. Falls sich irgendwas Neues ergibt, lasse ich euch auf jeden Fall es wissen. Ich werde euch dann auf jeden Fall das Wochenende auch mitnehmen zu diesem Auspunkt erst, zu diesem Ausblick. Ja, ich lasse es jetzt so stehen. Ich, keine Ahnung. Kopf, nix, Arbeit. Ist schon spät. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal auf jeden Fall. Bis dahin sage ich Tüdelü.